Lasst mich zunächst den Text lesen, der uns in Offenbarung gegeben ist. Dem Engel der Gemeinde in Pergamon schreibe: Das sagt, der das scharfe zweischneidige Schwert hat. Ich weiß, was du tust und wo du wohnst, da wo der Thron des Satans ist, und dass du festhältst an meinem Namen und den Glauben an mich nicht verleugnet hast, auch in den Tagen, in welchen Antipas, mein treuer Zeuge, bei euch getötet wurde, da, wo der Satan wohnt. Aber ich habe etwas Weniges wider dich, dass da selbst solche sind, die an der Lehre Biliams festhalten, welcher den Balak lehrte, ein Ärgernis vor die Kinder Israel zu legen, Götzenopfer zu essen und Unzucht zu treiben. So sind auch bei dir solche, die an der Lehre der Nikolaiten festhalten, was ich hasse. Tue Buße, sonst komme ich bald über dich und werde mit ihnen Krieg führen mit dem Schwerte meines Mundes. Wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem verborgenen Manna und will ihm geben einen weißen Stein und auf dem Stein einen neuen Namen geschrieben, welchen niemand kennt als der, der ihn empfängt. Das sagt, der da hat das scharfe zweischneidige Schwert. Der Name Pergamon bedeutet Erhöhung. Die Stadt lag auf einem etwa 350 Meter hohen Hügel und schaute erhaben über alle Probleme hinweg, hinaus bis zum etwa 25 Kilometer entfernten Mittelmeer. Fremde Herrscher legten gern in Pergamon ihre Millionen an, weil die Stadt als unannehmbar galt. Und als Zentrum der Wissenschaft und Bildung mit ihrer 200.000 Bände umfassenden Bibliothek war sie in der Tat ein überzeugendes Symbol für die Kirche jener Zeit. Als aus Ägypten kein Papyrus mehr geliefert wurde, entwickelten die Wissenschaftler in Pergamon kurzerhand ein neues Schreibmaterial, sorgfältig zubereitete Tierhäute, bis heute bekannt als Pergament. Wer wollte da Pergamon widersprechen? Nur Christus konnte es wagen, in Jesu Worten die Mahnung aufklingen zu lassen. Es genügt nicht, die Wahrheit zu verkündigen. Man muss auch Irrlehren verwerfen und bekämpfen, damit sie sich nicht vermehren. Und dann kommt der Satz: Ich weiß, wo du wohnst, und du hältst doch an meinem Namen fest. Noch berühmter als durch Kunst und Wissenschaft war Pergamon durch seine Tempel. Denn sie galt als eine fromme Stadt. Man nannte sie gern auch das antike Lourdes. Unzählige Pilgerscharen wallfahrteten dorthin, um vor den Altären der heilsspendenden Gottheiten Heilung und Vergebung zu erlangen. Neue Götter, meist aus Asien, wurden eingeführt und da wartete der strahlende Tempel, der ganz große Tempel des Zeus Soter, das heißt übersetzt des Heilandes Zeus, aus schneeweißem Marmor erbaut. Und der Zeus-Altar ist ja zum Teil im Pergamon-Museum in Berlin zu bewundern. Gerade zuletzt, also im letzten Jahr, 2019, habe ich mit meiner Frau das Pergamon-Museum besucht. Ja, es ist nicht alles freigegeben, aber es wird ein bombastisches Museum, was man so baut. Wenn das eröffnet wird, 2021 oder 2022, dann geht man wieder zu diesem alten Altar. Interessanterweise ist nun, dass man so 250, 300 Meter vom Pergamon-Museum eine Ausstellung hat, eines Künstlers über Pergamon. Das ist eine riesige riesiger Turm, 360 Grad. Man kann mittendrin auf einer Bühne hochsteigen und dann in einem Panoramablick dieses ganze Gebiet um Pergamon sich anschauen. Der Künstler hat mit
Schauspielern oder mit Personen in der damaligen Kleidung Fotos gemacht und sie dann digitalisiert in Computeranimationen hineingebracht und das Ganze als Bild dargestellt, 360 Grad. Ihr seht ja hier, während ich das erzähle, weit einige Bilder davon. Ich habe einiges herausfotografiert. So sieht es sehr lebensecht aus, wie die Menschen im Theater sind, wie die Menschen unten ihre Liebesspiele spielen, wie sie freizügig sind, wie sie ihren Göttern huldigen. Ich will da später nochmal drauf zu sprechen kommen. Mir geht es jetzt erst nochmal um Pergamon und die Gemeinde in Pergamon. Später wollen wir uns mit der kirchengeschichtlichen Seite beschäftigen, weil wir Pergamon ja in die Kirchengeschichte hineinstellen, zwischen 313 und 538. So machen es einige der Bibelausleger. Und dann möchte ich im Weiteren nochmal die Schlüsse daraus ziehen, was das alles bedeutet. Dieser Zeus-Tempel wurde auch gleichzeitig dem Schlangengott Asklepios geweiht, Gott der Heilkunde. Es war eine berühmte Schule dort in Pergamon untergebracht, wo Medizin studiert wurde. Und es wurde dort eine lebendige Schlange Asklepios versorgt und angebetet, genannt nach dem Schlangengott Asklepios. Die um einen Stab geringelte Schlange war das Zeichen der Schule und ist heute noch das Symbol des medizinischen Berufs. Vermutlich sahen Juden und Christen damals in diesen Praktiken eine Art Teufelskult, zumal Jesus hier immer wieder von Satans Thron und Satans Schule spricht. So drückt es Luther und Schlachter aus. Und daneben war der Tempel der siegreichen Athene. Pergamon war auch das Zentrum des neuen aufgekommenen Kaiserkultes. Schon im Jahr 29 vor Christus wurde hier der erste Tempel des göttlichen Augustus zusammen mit dem Tempel für die Göttin Roma errichtet. Und erst vor diesem Hintergrund verstehen wir die Worte Jesu: Ich weiß, wo du wohnst. Und die neuere Forschung zeigt, wie die heidnischen hohen Priester mit Pomp und Gewalt das Volk dem Staat und der Religion unterwarfen. Die Textwiederholung hier, dass hier Satan wohnt, lässt die Schwere des Glaubenskampfes erkennen. Jesus diktiert trotzdem dem schreibenden Johannes kein Signal zur Flucht, sondern den Auftrag, als Zeuge am Ort zu bleiben, wenngleich der Teufel dort wohnt. In Pergamon lebte auch das alte babylonische System der Sonnenverehrung weiter und außerdem babylonische Geheimkulte. Diese Religion versprach den Anbetern, eine Brücke zwischen Himmel und Erde zu sein. Der letzte hohe priesterliche König von Pergamon gab sein Reich und seinen Titel später an Rom ab, das damit auch den dort ansässigen babylonischen Kult übernahm. Da hören wir den Namen des Märtyrers Antipas, des Urprotestanten, der dem Frontalangriff der Staatsgewalt standhielt. In diesem Namen sehen Bibelausleger ein Symbol des heraufziehenden Widerstandes gegen die damals entstehende kirchliche Machtstellung. Anti heißt gegen. Wir werden später darüber uns noch mit der kirchengeschichtlichen Seite beschäftigen. Und die zweite Silbe spricht vom Papa, Antipas. Später hören wir vom Papst, zumal das abgefallene Christentum damals in der Machtzentrale des Römischen Reiches zur Staatsreligion wurde und dort ebenfalls in Rom seinen Thron errichtete. Als drittes steht hier: Aber einiges habe ich gegen dich. Von den Werken der Nikolaiten sprach Jesus bereits im ersten Jahrhundert zu Ephesus. Jetzt aber ist durchaus eine regelrechte Lehre daraus geworden. Man hat den Rat nicht beachtet. Man sollte sich das mal bewusst machen, während den Anfängen. Hinzu kommt jetzt auch noch die Lehre Biliams, die Hinneigung zu heidnischer Frömmigkeit.
Der Prophet Bileam versuchte, das Volk Gottes zu zerstören und gab dem König Balak damals den teuflischen Rat, hübsche heidnische Frauen ins Lager der Israeliten zu schicken, die die Männer zu Unzucht und Götzendienst verführen sollten. Der vierte Ruf an Pergamon ist sicherlich der wichtigste zum Schluss. Tue Buße und höre stets darauf, was Gottes Geist dir sagt. Die Erhöhung Pergamons war in Wirklichkeit ein großer Abfall. Und darum der Bußruf, in dem sich Jesus mit dem Schwert meines Mundes vorstellt. Das ist das, was für die Gemeinde wichtig war. Nur den Treuen wird das verborgene Manna verheißen, das an das hungernde Israel in der Wüste erinnert. Der weiße Stein erinnert an die Richter, die bei der Urteilsverkündigung mit weißem oder schwarzem Stein das Urteil ansagten. Der weiße Stein hieß Freispruch. Erhielten Sklaven zum Beispiel ihre Freiheit, erhielten sie einen weißen Stein. Die Kampfrichter zum Beispiel in der Antike beim Sport gaben dem Sieger ein weißes Marmortäfelchen, auf dem der Name des Siegers eingegraben war, sodass er sich, wenn er nach Hause kam, auch ausweisen konnte. Und so wussten die treuen Nachfolger, dass ihr Leben mit einer Siegesfeier enden wird. Ja, wir werden mit einer Siegesfeier enden. Gott wird uns einen weißen Stein geben, wenn wir ihm treu sind. Amen. Der Herr segne dich. Bis bald wieder.